Jetzt geht's los. Anlauf wird präsentiert von der Heimatkrankenkasse. Ja, schlechte Phase, ist gut gesagt. Ich glaube, wir sind alle enttäuscht, frustriert. Es gibt nichts Schlimmeres, als zu verlieren, dann noch 5-mal in Folge. Woran es liegt, ja, das ist die Frage zu stellen, ist immer einfach. Ich sag mal, wenn wir es wüssten, würde man das nach einer Niederlage direkt abändern. Wir sind alle enttäuscht, wir reden. Gerade wir Führungsspieler müssen uns da jetzt in die Pflicht nehmen. Ich glaube, wir kommen einfach nicht an das Leistungsniveau der vergangenen Monate oder der vergangenen Spielzeit ran. Wir müssen vorweggehen und als Vorbild dienen. Und ja, ich hoffe, wir kommen das Sonntag wieder einen Schritt weiter in die richtige Richtung und stoßen endlich den Bock zu Hause gegen Pauli um. Ja, ich glaube, das ist völlig normal. Ja. Ich bin jetzt meine 5. Spielzeit hier in Bielefeld. Ich habe schon ganz andere Situationen erlebt. Und als erstes muss man sagen, dass die Unterstützung am Mittwoch im Pokal wieder fantastisch war, über 90 Minuten, selbst nach den 0-3. Also da dient den Fans großen Respekt entgegenzugeben. Andersrum ist es natürlich auch verständlich, dass sie pfeifen, dass sie uns ausbuhen. Das ist völlig normal. Die bezahlen ihr Geld, wollen ein tolles Spiel sehen. Wenn ich als Fan da stehen würde, ich wäre, glaube ich, in der Halbzeit gegangen. Deswegen bin ich froh, dass wir nach dem Spiel noch den ein oder anderen Zuspruch von den Fans, gerade von unserer Süd, bekommen haben, dass sie an uns glauben, dass sie am Sonntag wieder alles raushauen werden. Und ich glaube, das ist auch der richtige Weg, weil es geht nur zusammen, wir sitzen alle in einem Boot und wir als Mannschaft sind natürlich gefordert, aber ohne die Fans geht es auch nicht. Ja, absolut. Ich glaube, letzte Saison dient da als krass positives Beispiel. Wir haben ja auch, wenn ich ein paar Wochen oder Monate zurückblicke, wir haben einen guten, soliden Saisonstart gehabt, sind dann in den Negativstrudel gekommen. Jeder weiß, wenn es einmal auf Deutsch gesagt scheiße läuft, ist es schwer wieder rauszukommen. Ja, das muss man auch ehrlich gestehen, aber wir sind Männer genug. Die Köpfe müssen jetzt frei werden und wir müssen am Sonntag den Bock umstoßen. Und ein Erfolgserlebnis kann auf einmal mit den Menschen vieles bewirken. Ich habe es ja eben schon gesagt, das ist phänomenal, wie die Fans hinter uns stehen. Und dann auch nach 5 Niederlagen in Folge über 20.000. Ja, das Spiel gegen einen Traditionsverein, Pauli. Jeder kann sich, glaube ich, an letztes Jahr noch erinnern. Da hat der eine oder andere sicherlich noch positive Erinnerungen. Die probieren wir auch irgendwo hochzuholen. Pauli hat Selbstvertrauen, die stehen nicht umsonst da oben. Spielen bisher auch eine wirklich gute Saison. Und für uns heißt das einfach, ich habe es nach dem Spiel schon gesagt, wir müssen den Arsch zusammenkneifen, das Herz in die richtige Hand nehmen und einfach wieder die Leidenschaft, den unbedingten Willen auf den Platz bringen. Jeden Grashalm in der Schuko Arena umkrempeln und rauf und runter rennen. Und wenn wir uns zum Schluss die 3 Punkte erkämpfen und errennen, ich glaube, das interessiert dann Sonntag um 16 Uhr auch niemanden mehr.